Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder in Minecraft und auf unserer Serverwelt. Und werde euch heute erklären, wie ihr mit einem NPC ein Starter-Kit ausgeben könnt, mit beliebigen Items drin. Wer die Serie von meinem Server noch nicht kennt, der sollte sich auf jeden Fall die erste Folge dazu angucken. Wir werden jetzt, beziehungsweise ich werde euch jetzt erklären, wie ihr das machen könnt mit dem Starter-Kit. Wie meine ich das, dass ihr das verteilt? Ihr geht hier auf den NPC ein, also mit L2 interagiert ihr mit dem, drückt dann auf einen Button, der sich dann zum Beispiel Starter-Kit nennt. Ah, jetzt hat es halt nicht funktioniert. So, ihr geht auf den Button und bekommt eine Shulker-Box mit beliebigen Items drin, wie ich gerade schon gesagt habe. Da können dann Nether-Sterne drin sein, andere Schwerter oder einfach andere Items. Wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. Ihr geht bei dem NPC auf erweiterte Einstellungen, geht dann hier auf ein Command-Feld und schreibt da rein /setblock, eine Koordinate und dann redstone-block. Am besten macht ihr den Schaltflächenmodus an, nennt den dann Starter-Kit. Allerdings kann man den gerade nicht, also ist irgendwie ein Bug auf der Bedrock Edition, kann man den Schaltflächenmodus nicht mit dem Controller einschalten, sondern ihr müsst eine Maus von eurem Computer nehmen, um diesen einzuschalten. Dann könnt ihr hier einen beliebigen Namen hinschreiben. Ich habe jetzt einfach Starter-Kit genommen, weil es am meisten zutrifft. So, da ihr ja wahrscheinlich eine andere Koordinate eintragen müsst, zeige ich euch jetzt, welche ihr da dort nehmt. Bei dem Setblock-Command. Ihr geht in Stelle und bereitet diese kleine Konstruktion hier vor. Erstmal die Koordinate für den Redstone-Block. Die ist bei mir hier, also auf der 31.4-28. Es ist wichtig, dass da drunter unter der Koordinate ein Command-Block ist, der darüber, wenn er aktiviert wird, Luft setzt, also den Redstone-Block wieder zerstört. Das macht ihr mit /setblock, welchen 1, welchen er, also Luft. Daneben braucht ihr nichts hinstellen, sondern am besten weiter hinten macht ihr einen Command-Block mit /clone, welchen 1, welchen 1, welchen. Und dann wieder eine Koordinate. Diese ähnelt sehr dieser Koordinate, ist aber nicht die exakte, sondern das ist die Koordinate, wo dieser Ausrüstblock bzw. Dispenser jetzt hier steht. Das heißt, die Koordinate hier oben wird dorthin geklont bzw. kopiert. Jetzt kann ich hier einfach Änderungen machen, also hervornehmen. Ich kann hier Sachen reinpacken. In dem Fall habe ich jetzt das Starter-Kit reingebracht. Und das wird dann hier auch erscheinen. Wenn ich jetzt hier wieder etwas reinmache, zum Beispiel dieses Netherite-Schwert, wird es mit einer Tickverzögerung von 50 Ticks, von 15 Ticks, Entschuldigung, weil ich hier 15 Ticks eingetragen habe, hier erscheinen. Wir haben das Netherite-Schwert. Wir können es jetzt wieder rausnehmen. Es wird aber immer wieder kommen, weil es ja immer noch hier in der, in dem Quellausbruchsblock quasi drin ist. Wie habe ich das jetzt so umgenannt, die Shulker-Box? Das geht ganz einfach. Ihr nehmt euch hier eine Shulker-Box. Kann auch eine beliebige Farbe haben. Ich habe jetzt hier die hellgrüne Shulker-Kiste. Die macht ihr dann in den Amboss und könnt sie dann beliebig umbenennen. Müsst euch aber den Namen merken oder euch den Namen einfach nochmal angucken, bevor ihr diesen Command jetzt macht. Denn dieser teleportiert die ganze Shulker-Box, die dann durch den Redstone-Block hier rausgeworfen wird, nach dort oben zu den NPC. Das macht ihr, ist ein bisschen längerer Command, aber der macht Sinn, wenn ihr ihn verstanden habt. Mit /tp@e, also teleportiere die Entität. Jetzt schreiben wir in eckige Klammern den Namen von der Entität. In dem Fall ist es bei mir Starter-Kit, weil diese Shulker-Box hier bei mir Starter-Kit heißt. Diesen exakten Namen müsst ihr dann auch da reinschreiben. Bei Name ist der Starter Kit, also dort müsst ihr dann den Namen reinschreiben. Dann macht ihr ein Komma in den eckigen Klammern und macht R ist gleich 10. Das heißt, alle Shulker-Boxen im Radius von 50, in Radius von 10 Blöcken werden nach dort oben zu der Koordinate minus 9, 40, minus 35 teleportiert. Das ist bei euch natürlich eine andere. Ihr macht einfach die Koordinate vor den NPC. Wer noch wissen möchte, wie man den NPC generell verwendet oder einfach benutzt, genau, den packe ich einen Link in die Infobox, denn ich habe ein Video auch zu den NPC schon gemacht,
beziehungsweise wie ihr mit den NPC sogar einen Job konstruieren könnt. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt möchte ich noch kurz zeigen, dass ihr das Ganze auch mit Natur machen könnt, indem ihr einfach ein Command macht, wo die ganze Zeit, das kann ich hier auch nochmal kurz machen mit dem Slash Clone Command. Die müsste hier unten irgendwo stehen, ist ziemlich schwer. Dieses jetzt nicht, aber es ist dasselbe Prinzip. Slash Clone, welchen, welchen, eins, welchen, 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 eins, welchen. Dann macht ihr hier oben die Truhe hin mit den beliebigen Items drin. Bei mir ist es jetzt hier die Koordinate von der Truhe mit den Items Buch und Feder, Holzschwert, Rot, Uhr und Kompass. Mit einer Tickverzögerung von 15, da man die Items dann auch beliebig rausnehmen kann. Wenn das keine Tickverzögerung hat, dann kommt es oft zu Problemen, weil man die Sachen dann nicht ordentlich rausnehmen kann. Wird dann, wie gesagt, auch neu gesetzt. Und das war's erstmal zu dem Video, wie ihr den NPC eine richtige Rolle gibt, indem ihr ihm sagt, du sollst jetzt dieses Starter-Kit droppen. Und das macht ihr in dem Fall so. Ihr seht, die Schalke-Box wird hierher teleportiert und ich kann sie dann aufsammeln und dann an dem Platz, wo ich bauen kann, benutzen. Das war's dazu und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.